Okay, Leute, ich hab's rausgefunden, aber ich weiß nicht, wie das man machen muss und... Was ist dieser komische Strich in der Mitte? Okay, und ich habe ein paar Silberpunkte gesammelt, um wieder das zu machen, wie ich schon erwähnt habe. Ja, ich will was kaufen. Magnetklinge, 4000, kauf ich mal. Und? Ich lebe auf dem Kontinent, komm mal vor... Ob du der jungen Dame wohl das Amulett abluchsen kannst? Nein. Mach ich nicht. Und... Magnetklinge. Okay, das ist gut. Gut, gut, gut. Ich habe jetzt auch gesagt... wo ist die Katze? Hallo, Katze. Sind jetzt alle in dieser Stelle eingebackt, oder was? Okay. Speichern wieder ab. Und gehen wir in diesen komischen, verfickten Ort und machen das nochmal. Willkommen in Nordstein, Backlass. Ja, fick dich ins Knie. Dich hasse ich. Die Pest, wie viele Silberpunkte willst du? 40. Mach alles. Okay. Speichern. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Fang nach dem Signalton an. Und los. Verdammt. Lachen. Okay, das war das da. Ach, verdammt. Ich muss wieder mit der Steuerung klar werden. Okay, so. Ach, komm, nochmal. Wir brauchen dieses Item, wie ich gelesen habe. Okay, das war überrascht. Ja, fick dich. Okay, so. Ach, fick dich doch ins Knie. Das ist so ein Beschiss. So. So. Lachen. Warte, ich speichere wieder ab mal. Was zur Hölle? So. So. Willst du mich verarschen? Gibt's ein Zeitlimit oder was? Verdammt! Ja, fick dich. Willst du mich verarschen? Okay, das muss ich schnell machen. Fick dich. Okay, das gibt ein Zeitlimit. Das habe ich gerade... Oh, verdammt. So. So. Verdammt. Okay, warte, warte. Verdammt. Jetzt wieder so einen behinderten Knopf. Ah, tut mir leid, Leute. Ach, fick dich. Okay, das war wieder zu langsam. Das auch. Ja, verdammt. Okay, so. Na, verdammt. Okay, das war wieder zu langsam. So. Ey, wie lange muss ich das durchziehen?
Verdammt. Okay, das will ich jetzt machen. Verdammt. Ausgezeichnet. Puh. Oh, geschafft. Okay. Der Klon wird in Kronos Haus sein. Okay, den Klon speichern. Also den Klon brauchen wir. Für später. Stahlrenner könnt's schaffen. Ja. Okay. Und du? Die Prinzessin sollten mal wieder weggerannt sein. Hier bin ich doch. Und was gibt's da für mich zu kaufen? Der Rennen läuft. Abwarten und Tee trinken. Okay, ich lasse es mal und gehe einfach raus. Ich habe wieder Bock auf diese traurige Musik. Wohnhaus. Da wohne ich doch. Oder wo habe ich wieder gewohnt? Früher gab es eine Kathedrale im westlichen Wald. Was wohl draus geworden ist? Da war ein kleiner Bastard, der mich genervt hat und den habe ich dann umgebracht. Denn, denn, denn. Habe ich mein Zuhause verloren oder warum finde ich jetzt mein Zuhause nicht mehr wieder? Ich finde irgendwie mein Zuhause nicht mehr. Fahrkarten. Okay, da kann ich vielleicht bestimmt später rein. Ich will wieder... Egal, wir gucken mal in den Laden nach. Elaine ist wieder am Pier. Dieser Fritz, wo steckt er nur? Oh, hallo, wie kann ich euch helfen? Kaufen. Stahldegen. Eisenbogen. Okay, für sie könnte ich einen Eisenbogen kaufen. Bronzegerüst. Damenkleid könnte sie auch gebrauchen. Okay, das reicht dann. Vielen Dank und bären uns jetzt wieder. Objekte. Sehr, sehr gut. Und so. Eisenbogen. Ja. Yep. Okay. Verdammt. Hast gut. Okay. Ach, die geht auch wieder was speichern. Ich weiß, Leute, ich bin nicht gut bei diesen Spielen. Ihr müsst das mir nicht schreiben oder so. Ich weiß das schon selbst. Din, 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 din. Bist du Pia? Oder... Manchmal entsteht ein Studienmeer, was ihn wohl verursacht. Wenn Fritz nur zurückkäme, mehr will ich gar nicht. Was heißt das? Ist Fritz tot? Okay. Aber wo ist mein Zuhause? Ich habe mein Zuhause vergessen. Von wo kam ich? Hallo, ich weiß gar nicht mehr, von wo ich kam. Oh. Die Musik ist immer so traurig. Irgendwas muss die Musik bedeuten. Das kann nicht sein, dass so eine traurige Musik da ist, bei der Stelle ist. Egal, laufen wir ein bisschen wieder rum. Und sehen uns mal diese Pilze an. Okay, sehen uns mal an, wie die jetzt drauf sind. Weil ich bin jetzt stärker als davor. Und ich bin nicht geheilt. Habe ich auch gerade so gemerkt. 5 Schaden, okay. Ich muss langsam ein bisschen schlafen. Okay, 70. 9 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte. Ach ja, während ich ja ganz mit... also, als ich diese 15, also diese Katzenkampf da gemacht habe, habe ich, wie heißt das? Das ist falsch. Warte, war gerade eine Truhe? Ja, da ist eine Truhe. Habe ich die letztes Mal nicht mitgenommen? Ein Tunik gehalten. Okay. Also letztes Mal... Friedensstube. Denn, 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 denn. Eine Nacht kostet Single, ja. Also, ich habe der Katze gekämpft und da habe ich ein Level abbekommen für Krone. Wollte ich kurz noch sagen.
Din, 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 din. Ach, die Musik ist so geil. Die Musik im ganzen Spiel gefällt mir richtig. Das gibt schon Pluspunkte für dieses Spiel. Oh, die Musik ist... Was soll ich dazu sagen? Die ist einfach geil. Die im Wald auch noch. Da sind wieder Pilze, die mich nicht angreifen, aber ich greife die an. Weil ich brauche die Erfahrungspunkte. Und ich habe nachgelesen, es gibt noch gleich einen nächsten Boss, den wir bekämpfen müssen. So. Egal, wir sind jetzt auf... Ja, greif das Mädchen an, du kriegst nur wenigstens... Die kriegt nur 5 Schaden von dir. Aber das ist schon irgendwie heftig. Die sind Level 7 und haben schon ein LP von 161. Heftig, heftig. Und gibt es hier ein paar Gegner, die ich jetzt bekämpfen kann noch? Was bist du für ein Teil? Sagst du was? Wie, du rufst Gegner? Dafür wirst du büßen. Bist du tot? Ja, du bist tot. Du bist auch tot. Und komm her, du Engel oder was du auch darstellen sollst. Oder ist es kein Kreuz auf deinem Kopf? 10 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 48 Skill. Ja. Oh, nicht dieses braune Viech. Wie, das haut ab, das braune Viech. Egal, komm, ihr werdet sowieso gleich schnell sterben. Und du bist auch weg. Mädchen, das ist eine... Ach, egal. Die greifen mit ihren Bogengewehren einfach so an, ob es ein normales Schwert wäre oder so. Egal. Ist deren Sache, wie sie damit kämpfen. Egal, ist nicht mein Problem. Okay, wo ist das braune Viech jetzt hingelaufen? Ich weiß es nicht, aber hier sind Pilze. Die ich gerne umbringen werde. Und stirbt. Sage ich nur, stirbt. 73. Und der... Hör auf, das so anzugreifen, Mädchen. Hör auf. Denn... Und ich habe gelesen, wir hätten eigentlich Level 5 trainieren sollen. Also ich hier bei diesem Wald, bevor ich in die Vergangenheit gegangen bin. Aber ich habe es auch ohne das geschafft. Sieht man da. Ich habe Skills. Von den ein Jahr langen Let's Plays, die ich ja jedes Mal gemacht habe. Hä? Das war nicht davor so. Was steht da? Hier kämpften eins ein Löwe und ein Fuchs gegen einen Löwen. Was? Hier kämpften eins Löwe und Fuchs gegen einen Löwen. Musst du das verstehen? Nein, oder? Egal. Traurige Musik. Prinzessin Nadia. Alles in Ordnung? Wo wart ihr? Seid ihr entführt worden? Die Soldaten haben euch gesucht. Gauner, du warst es also, der Entführer Prinzessin Nadias. Nein, Krono ist... Gestehe, du hast sie verwirrt und versucht, an den Thron zu kommen. Terrorist! Aufhören! Die ganzen Soldaten erinnern mich an irgendeinen Charakter von einem Anime. Ich weiß nicht. Sofort aufhören! Was tut ihr? Prinzessin Nadia sagte... Idioten, packt ihn! Krono! Jetzt kommt ein Kreuzverhör. Boah, das haben sie echt geil gemacht. Für ein SNES-Teil-Hammer-Spiel. Die Musik ist auch noch... Oha, das Spiel bockt einfach mehr und mehr. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß bei diesem Spiel. Ich bin der Kanzler, der Ankläger. Was bist du? Ich bin Anwalt Pierre. Ich bin Pierre. Hohes Gericht. Der angeklagte Krone wird nun vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, Prinzessin Nadia entführt zu haben. Das sagst du, oder? Du bist der Einzige, der da sowas sagt. Denn... Was machen wir jetzt mit ihm? Rösten? Für ein paar Jahre mit dem Kopf nach unten aufhängen? Ja, ein paar Jahre nach einem Tag bin ich schon tot dann. Oder einfach köpfen? Übertreibt doch nicht gleich. Ihr, die Geschworenen, werdet über ihn richten. Fangen wir an. Also, egal was wir antworten, wir kommen trotzdem ins Gefängnis. Also, es gibt keine Möglichkeit, jetzt durchzukommen. Krone, die wird hiermit befohlen, die Wahrheit zu sagen. Krone wird der vorsätzlichen Entführung Prinzessin Nadias beschuldigt. Aber hatte dieses Verbrechen überhaupt begangen?
Nein, es fand gar keine Entführung statt. Die beiden begegneten sich völlig zufällig. Tatsächlich bat ihnen die Prinzessin darum, ihn zu begleiten zu dürfen. Die Musik wird langsam lauter. Tatsächlich? Wer hat mit diesen Unsinn angefangen? Male war's. Ach ja, Zeugen berichten, dass du es warst, der die Prinzessin zuerst eingerempelt hat. Hey! Oh, das tat weh. Verdammt! Scheiße! Arglos folgte dir die Prinzessin zu Lukas kleiner Nebenvorstellung. Und dann seid ihr beide verschwunden, wenn das mal keine Entführung ist. Und ich habe Fakten, die den Charakter des Angeklagten in Frage stellen. Und? Einspruch! Solche Fakten haben wir nichts mit diesem Fall zu tun. Widerspricht ihr, Kanzler? Kronos Charakter betrifft den Kern dieses Falles. Er hat nichts zu verbergen. Der Angeklagte ist von äußerst grausamer Gesinnung. Hä? Ich bin grausam, was ist los mit dir? Es könnte bestimmt irgendein Monster an, das ich bekämpft habe. Was? Erkennst du sie? Die arme Kleine, die ihre Katze vermisst. Nicht einmal angehört hast du sie. Willst du mich verarschen? Du böser Mann! Arme Kleine, danke dir. Was? Du kleine Schlampe, was los? Ich hab nur ihre Katze nicht geholt. Ihr Puh auf dein Gesicht. Deine Katze soll verrecken, soll mit Satan vögeln oder irgendwas anderes. Das sind weitere Beweise und wohl überflüssig. Kleine Bitch, hast du jemals etwas gestohlen? Ja. Aha, ihm fehlt Moran. Das sollte aufgeschrieben werden. Er schreit geradezu danach Hilfe. Also, ich hab was gestohlen, also das Hähnchenpaket von dem alten Mann. Ja, ich hab's geklaut. Deswegen stand in der kompletten Lösung, ich darf das Mittagessen von ihm nicht essen oder so. Der da hat mir mein Mittagessen weggemampft. Und das noch 10 Mal. Meins. Das Ding hat ja nichts gemacht. Ah. Denn. Bitte zu Protokoll. Krone bestahl einen armen alten Mann. Hier geht es ums Motiv. Hat dieser Intrige-Bürger Grund, Prinzessin Nadi zu entführen? Nein, hat er nicht. Ganz klar Erpressung. Krone, ihr Vermögen hat dich gelockt. Nein? Bist du dir sicher? Keine Verlockung? Kein bisschen. Denk dran, er hatte eigentlich kein Interesse an ihrem Vermögen. Bitte den Zeugen. Hey, was für ein Zeugen willst du jetzt reinholen? Oh ja, ich habe alles genau gesehen. Ich bin mir ganz sicher. Oh je, ich bin so nervös. Was wir nur hören, wird den Fall abschließen. Ich habe es ganz deutlich gehört, wie sie laut um Hilfe schrie. Du brauchst nicht wie ein Kettennipper am Arm zu ziehen. Wo warst du, Frau, denn da? War es das? Kann ich gehen? Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Geschworene, wenn ihr ihn für schuldig befindet, geht nach links. Wenn nicht, nach rechts. Ihr Wichser, ihr geht alle nach rechts, nicht schuldig. Was? Und du? Schuldig. Ist das alles Drilling oder was los? Schuldig. Wieso sehen alle Geschworenen gleich aus? Was ist das? Inzest von allen Leuten oder was? Nicht schuldig. Okay, ich komme sowieso ins Gefängnis, also schuldig. Also 3-mal falsch, 3-mal ja. Und der entscheidet, wo ich jetzt hingehe? Schuldig! Wieso sehen alle Geschworenen gleich aus? Warum fragt das Krono eigentlich nicht? Ruhe im Saal! Das Urteil ist gesprochen. Das Urteil lautet, schuldig, zur Strafe Einzelhaft und Exekution binnen 3 Tagen. Binnen 3 Tagen. Bringt ihn weg. Oh, Entschuldigung. Augenblick, verflixt. Prinzessin. Der Kanzler oder der König? Halt ein, mein liebes Kind. Aber Vater, ich möchte doch nur, dass du dich einer Prinzessin gemäß benimmst. Du musst die Regeln lernen. Überlass alles dem Kanzler und vergiss die Jahrtausendfeier. Wir gehen. Krono.
Ich hasse... dieses kleine Mädchen hat mich voll, regt mich jetzt voll auf. Weil sie sagt so, ich bin ein böser Mann, weil ich ihre Katze nicht gesucht habe. Puh, auf dein Gesicht, sage ich nur. Die Katze soll in die Hölle fahren oder irgendwas soll sie auffressen. Verdammte Schlampe. Verarscht mich die ganze Zeit hier. Dieser Terrorist wollte unser Königreich stürzen. Er wurde für schuldig befunden und ihr müsst nun das Urteil verstrecken. Wie greifst du mir am Arsch? Also das ist das Monster, das die Prinzessin entführt hat? Die Hinrichtung ist in 3 Tagen. Lasst ihr nicht aus den Augen. Jawohl, Herr. Wachen. Oh. Bringt den Gefangenen weg. Er widert mich an mit seinem Augenblick und mit seinen Augen. Wie du schlagst mit mir dein Schwert. Ich bin tot, oder was? Game over. Oh, Speicherpunkt. Hey. Steh auf. Und? Hast du was zu sagen? Oder ein bisschen strecken? Und? Hier gehe ich mal speichern. So. Der Prozess. Okay, und? Sei ruhig! Sei ruhig. Okay, ich gehe pennen. Oder was soll ich sonst machen hier? Wie schon gesagt, das ist alles blind. Hä? Ich habe gerade ein Geräusch gehört. 2 Tage bis zur Hinrichtung. Ist schon ein Tag vergangen? Okay, mache ich wieder Randale. Hör schon auf. Ich werde es ihm zeigen. Aufmachen. Was zur Hölle will er mich jetzt bekämpfen, oder was? Oh, du Wichser. Dass ich dich drauf für schlechtes Benehmen. Bekämpf ihn, los. In your face, du Bastard. Wo gehst du hin? Dich werde ich jetzt umbringen, du Bastard. Hier, weg. 144. Oh, Leute, ich bin übermächtig stark. 10 Erfahrungspunkte. 70 Gil. Tonic gehalten. Kein Bock auf euch. In den elenden Wichsers. Kommt, hier will die Truhe. Ich will die Truhe, verdammt. Was ist ein Schalter? Okay. Manchmal kann man das nicht so gut erkennen. Okay, dann musst du den hier zumachen, oder was? Aber davor gehe ich mal wieder speichern. Okay, so. Dann mache ich den hier zu. Dann mache ich den hier auf. Ich habe gesagt, ich mache den hier auf. Hallo, ich will da durch. Willst du mich verarschen? Wie komme ich an den Truhen ran? Warte. Oder ich mache ein Safe State hier und sehen uns gleich. Okay, ich habe jetzt schon reingekackt, weil in der Lösung steht, wir dürfen uns nicht ausbrechen, also wir dürfen uns befreien, weil uns Luca dann versucht uns zu retten. Aber ich bin so dämlich und wollte einen auf gefährlichen Typen machen. Hallo. Wohin des Weges? Willst du mich angreifen? Okay. Angriff. Okay, Luca wollte mich befreien, aber ich bin schon ein bisschen früher rausgegangen. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Geschichte ein bisschen ändert, aber... Save State? Oh, Thun. Gut so. Ein Tonic gehalten. Ein Ether. Ein Tonic Medizin oder irgendwas anderes. Oder mit... Warte mal. Ist es irgendwas zu ausrüsten? Anscheinend nicht. Okay. Okay, die Truhe habe ich jetzt. Scheiße, ich musste eigentlich... Ich musste eigentlich warten. Ach, jetzt kommt der komische General. Jetzt muss ich alleine gehen. Du bist also der geflohene Knastbruder? Ich bin nicht dein Bruder, aber egal. Stich. Wie? Wie, ich ziehe nichts bei ihm ab. Okay, ich ziehe doch was ab. Ich dachte schon, irgendwie habe ich das nicht geschafft.
Hä, wieso trifft er jetzt auf einmal nicht? Oder habe ich jetzt irgendwie nur Glück, dass er mich nicht trifft? Und so, und 70. Oha. Übertreib. 68. 52. Oha, ich habe schon gewonnen? Ich habe schon gewonnen? Dafür ist der Sold absolut mickrig. Pech gehabt, wenn du denkst, dass du mich besiegen kannst. Okay. Jetzt muss ich weiter rumgehen. Und hoffen, dass ich irgendwie hier durchkomme. Hallo. Oha. Hä? So. Was sind das komische Viecher da? Okay, ich versuche irgendwie mein Bestes jetzt hier durchzukämpfen. 135. Okay, das Teil ist weg. Angriff. 6. Das Schild nervt voll. Stirbst du jetzt verdammt nochmal? Ich hoffe, ich werde jetzt nicht krank. Willst du mich verarschen? Verdammt, ich mache bisher alles falsch in diesem Let's Play. Aber egal. Ihr seht da was ganz anderes. Bestimmt haben viele das schon versucht aufzubrechen. Dämlich hat sein Schild auch noch zur Seite gelegt. Egal. Dummheit muss man bestrafen. Objekt, Tonic. So. Ich gehe jetzt speichern wieder. Ich hoffe, die Viecher sind nicht wieder da. Und so. Öffnen. Öffne. Danke. Dankeschön. Warte, wie viel Geld habe ich eigentlich? Wieso kann ich diese perfekte Tür nicht öffnen? Oder brauche ich dafür Luca? Egal, ich habe das jetzt verbockt und ich muss jetzt damit leben. Ich gehe jetzt nach rechts. Der Gefangene flieht. Verdammt! Oh, scheiße, jetzt muss ich den Kampf nochmal machen. Komm. Wir machen einfach mal so. Zyklon. Und hoffen mal, dass sie jetzt irgendwie schneller sterben. Okay, kann ich nicht irgendwie nach vorne mit ihm? Lass immer so weiter auf. Gut so. Okay, den Kampf habe ich jetzt viel schneller fertig bekommen als davor. Und ein Objekt, ein Tonic. So. Und jetzt gehe ich wieder speichern. Und diesmal speichere ich davor, also ein Save State davor machen. Und so. Okay, das war gut. Wir haben bisher nur 2 Stunden gespielt. Habe ich gerade so gesehen. So. Jetzt gehen wir mal nach links und sehen uns an, was die jetzt dazu sagen. Okay, das öffnet irgendwas. Ja. Öffnet das komplett. Ja. Was bist du für einer? Hallo? Hallo Bruder, wie geht's dir? 68. Muss ich das verstehen? Da ist ein Loch in der Wand. Okay. Ich weiß nicht. Soll ich jetzt wieder in mein Gefängnis und erwarten? Oder sehen wir uns einfach mal an, was passiert? Der Gefangene flieht. Ach, ihr seid sowieso witzige Leute. Und so. 73. Komm, bevor du mich angreifst, greife ich dich an. Scheiße. Angriff. 70 und bist weg. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm, ihr habt sowieso keine Chance gegen mich. Ach. Das ist ein Kinderspiel.
Greif an. Abstechen. Hallo? Er ist ohnmächtig. Okay, wir haben ihn beraubt. Und... Wohin des Weges? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mache, aber ich mache es einfach mal. Ich kann sowieso nicht mal falsch liegen. Ich habe sowieso schon von Anfang an alles falsch gemacht. Und jetzt gehen wir noch diesen anderen Wichser da verprügeln. Wohin des Weges? Ja, ich werde dich jetzt verprügeln. Und dich alles berauben. Deine Frau, deine Kinder, alles. Und 72 Schaden bei dir machen. Ich weiß nicht, ob ich später an den Schatz nur rankomme. Safe State. Ein Tonic Medizin halten, oder wie das heißt. Was ist das für ein Spiegel? Hilfe! Ihn retten? Ja. Oha. Und, was passiert jetzt? Danke, das war der letzte. Ich bin Fritz. Mein Vater hat einen Laden in Friedensdorf. Schau mal vorbei. Yeah, wir haben Fritz gerettet. Yeah. Und? Hier gibt es Gegner. Okay, die bewegen sich wieder. Und ich töte dich jetzt einfach mal. Oh, ich dachte schon, irgendwie kommen die mit 100 Schaden so an. Aber so, ich habe mich wohl geirrt. Und Angriff auf dich hier. Du bist weg. Sehr, sehr gut. 24 Erfahrungspunkte. Ausrüstung sehen wir uns mal an. Okay, da gibt es nichts mehr auszurüsten. Okay, Safe State. Ja, Leute, ich mache so viele Safe States, aber egal. Okay, wir haben Fritz gerettet. Dieser Mann muss uns irgendwie retten. Kommt jetzt der Boss oder so? Sollte irgendwie ein Boss kommen? Oder kommt der Boss nicht, weil ich schon davor das gemacht habe? Okay. Was bist du für einer? Hä? War er schon tot? Armer Kerl. Okay, ich gehe lieber raus. Er soll seinen Frieden haben. Bitte, 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 bitte. Ja, gut so. Eine Unterkunft erhalten. Armer Mann, warte. Kann man ihn jetzt nicht retten oder so? Ich will ihn nie retten. Ihn erlösen. Egal. Man kann nichts machen. Man kann ja nicht alle retten. Ich werde jetzt mir hier durchkämpfen. Wieso greife ich dieses Teil an? Der andere hat sein Schild geöffnet. Okay, komm. Okay, komm, komm, komm. Okay, die haben beide ihre Schilder geöffnet, deswegen werden jetzt beide auch gleichzeitig sterben. Wie schon gesagt, und tot und tot. Und Safe State. Din, 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 din. Und ich gehe nach links. Und das war auch richtig. Und wir finden hier nichts. Und hier ist ein Ausgang. Ja. Okay. Komm ich so an die anderen Schatztruhen ran, oder wie? Ich wusste es doch. Unterkunft erhalten. So, was ist das für ein Loch? Okay, das war der Raum, wo ich nicht rankommen konnte. Warte mal. Wieso kann ich nicht nach links oder so? Okay, ich habe jetzt alle Truhen geholt, die ich holen wollte. Dann gibt es jetzt für mich nicht so viel zu tun. Warte mal, wie komme ich jetzt wieder hoch? Okay, warte mal. Hä? Hallo? Ach so. Ah!
1500 Gil. Magnetklinge erhalten. Und? Wie komme ich jetzt wieder raus? Oder habe ich die Arschkarte jetzt gezogen und kann nie wieder raus? Okay, doch, ich komme wieder raus. Okay. Aber wie komme ich da wieder raus? Hey, ich verstehe es jetzt nicht. Warte mal. Verdammt, wie soll ich jetzt wieder rauskommen? Hä? Okay. Ich verstehe es jetzt nicht. Wie soll ich jetzt wieder rauskommen? Okay, Magnetklinge und so alles. Das ist nicht so wichtig jetzt gewesen. Die Sachen, die ich jetzt da gefunden habe. Okay, so. Willst du mich verarschen? Wie soll ich jetzt wieder hochkommen? Verdammt, wie soll ich jetzt hochkommen? Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.